Als ich klein war, da wollte ich auch ein Haustier haben. So einen kleinen Hamster, so was ganz Kuscheliges so. Und am allerliebsten hätte ich einen Hund gehabt, so einen braunen Großen mit so Schlappohren, das immer so fliegen im Wind und mit einem langen Schwanz. Und ohne Leine, der wäre überall mit mir hingelaufen. Und der hätte auch vor der Schule hätte auf mich gewartet. Durfte ich auch nicht. Und einen Fisch wollte ich nicht. Der kann ja gar nichts. Der ist ja noch ganz jung. Das ist ein Kind. Der hat eine rote Pudelmütze an. Die hat seine Mutter gestrickt. Der wohnt auf einer Insel. Mitten im Meer. Eine grüne Insel. Und in der Mitte ein Leuchtturm. Rot und weiß gestreift. Und der hat einen Hund. Der sitzt am Strand und wartet auf ihn. Aber er kommt nicht nach Hause. Es ist kein Wind. Jiangxi, Goldfisch der Weisheit. Sie können ja sprechen. Frau Herzberger, Sie denken auch, tiefe Stille herrscht im Wasser? Ja, Meeresstille. Dann, Frau Herzberger, schauen Sie mal, wie tief die Stille im Wasser ist. Jiangxi! Jiangxi! Ende gut, alles gut. Selbstverständlich, Frau Herzberger. Ende gut, alles gut.